wahrscheinlich mitbekommen habt, ist am Mittwoch leider kein Vlog rausgekommen. Das Problem war, mein WLAN hat überhaupt nicht funktioniert und ich habe am Handy Internet auch nicht mehr so viel gehabt, dass ich jetzt was hätte hochladen können. Und heute geht mein Internet endlich wieder, aber es ist jetzt eigentlich ziemlich blöd gelaufen, weil ich wollte eigentlich noch so Last Minute Engel Bengel bzw. kleine Geschenke, die mit Pferden zu tun haben, präsentieren in meinem Video. Aber das zahlt sich jetzt nicht mehr aus, weil heute ist der 23. Dezember. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein neues Video. Ja, nein, Spaß, also das macht mir eigentlich voll Spaß. Und zwar habe ich mir gedacht, weil ja nächsten Mittwoch, das ist der letzte Mittwoch im Jahr 2017, leider kein neues Video mehr rauskommen wird, kein neuer Vlog, also ist das der letzte für 2017, mache ich ein Jahresrückblick-Video über mein Leben, über eure Vlogs zusammen, keine Ahnung. Ja, generell halt, was für coole Vlogs wir hatten, also ich, die für euch waren, ja. Was in meinem Leben selber so passiert ist, ganz einfach das Ganze mal Revue passieren lassen. Und ja, ich würde mal sagen, starten wir mit dem 1.1., das war der erste Tag. Ich war da in Vorarlberg bei meinem Freund, der wohnt ja in Vorarlberg. Ja. Und da war ich eben zu Silvester. Und ja, im Februar hat dann eigentlich auch schon mein Vlog begonnen für euch, Sophies Vlog auf Econet. Und da habe ich mich zuerst mal vorgestellt und so weiter, die Ginger vorgestellt. Und ungefähr 2 Wochen danach ist das passiert, was ich euch eigentlich nicht so erzählt habe damals, weil es für mich selber ein bisschen viel war, sag ich mal. Und zwar, ich habe Schule gewechselt von einer HTL für Flugtechnik zurück in das Gymnasium, in dem ich auch schon in der Unterstufe war, weil ich mich einfach in der Klasse überhaupt nicht wohl gefühlt habe und es mir halt auch nicht so gut gegangen ist dadurch, also ich war ziemlich fertig. Und ich bin jetzt eben wieder in diesem Gymnasium, wo ich schon vorher war, und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass ich zurückkommen durfte. Also ich bin meinem Hausdirektor, meiner Schuldirektorin sehr, sehr dankbar, dass sie mich einfach wieder so zurückgenommen haben, sage ich mal. Und also seitdem geht es mir eigentlich wirklich viel, viel besser. Ich merke das psychisch total und es haut auch mit dem Sport wieder hin. Also ich habe gemerkt, Ende 2016, Anfang 2017 war ich einfach nur noch fertig aufgrund von der Schule. Und jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin voll happy und ja, danke an meine neue Klasse, meine Schuldirektorin, meinen Hausdirektor, alle meine Lehrer und meine Eltern, dass sie mich so unterstützt haben, dass ich Schule wechseln konnte, dass es mir jetzt wieder so gut geht. Ja, es war im Februar. Ich glaube nicht, dass da sonst irgendwas Großartiges passiert ist. Ich kann mich jetzt auch an nichts Großartiges mehr erinnern. Ja, März, April war jetzt eigentlich auch nicht so viel los bei mir, weil ich eben, wie gesagt, Ende Februar, Anfang März Schule gewechselt habe, habe ich sehr, sehr viel nachlernen müssen. Und ich bin auch nicht so viele Turniere geritten. Das erste war dann, ich glaube, das war Ende April, Anfang Mai in Bad Fischau. Und zwar, seht ihr das jetzt, was also passiert ist? So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, bevor ich in Bad Fischau am Turnier war, was eben mein Start der Turniersaison 2017 war, durfte ich einen Springkurs beim Springreiter Rob Reskin, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, absolvieren. Und da habe ich auch ein Interview gemacht. Das ist ziemlich cool. Ich blende euch da oben ein, wo das Video ist. Da. Wo blende ich das ein? Ah! Nein, und das war ziemlich cool. Und also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bei meinem Kurs zu machen, kann ich euch das echt nur empfehlen, weil man lernt echt sehr viel. Und was ich bei ihm besonders cool finde, er bleibt einfach voll ruhig und erklärt einem das richtig gut. Und ja, man lernt voll viel. Ja, dann waren wir eben in Bad Fischau. Das habt ihr eh gerade gesehen. Ja, die nächste Station in meinem 2017, was interessant war, von den Sachen, die passiert sind, war eigentlich dann schon das Turnier in Markgraf-Neusiedl. Dazwischen, naja, das Schuljahr hat sich einfach dem Ende zugeneigt, sage ich mal, und man hat viel lernen müssen, es ist nicht so viel ausgegangen. Und in Markgraf-Neusiedl ist das Video, beziehungsweise eben der Fashion-Check zu Faces her entstanden. Ich blende euch das oben, wo auch immer jetzt, ein, dass ihr das noch anschauen könnt. Und ja, ich würde mich echt nochmal voll gerne bei der Tiffany von Faces her bedanken. Also, erstes Mal großes Kompliment, die Marke ist genial, ich kann es jedem nur empfehlen, kauft eure Sachen dort, es ist
urschön, es hat alles einen Gedanken. Es ist nirgendwo ein Schnürdel oder irgendwas, was keinen Sinn hat, ja. Es ist total durchdacht und es ist genial, also. Kauft alle ein, befällt es her. Ja, ich habe da ein paar Sachen noch. Also zum einen habe ich eine richtig coole Weste. Die kommt auch in meinem Fashion-Check mit Felses hervor. Die ist total schön mit solchen Leder, Echtleder-Applikationen. Also voll cool. Ich liebe diese Weste. Ich habe sie immer in der Schule an, weil sie so schön ist. Dann habe ich von Tiffany noch bekommen eine total schöne Turnierbluse in hellblau, was ich total schön finde. Und die hat eben hier noch rot aus rot. Finde ich auch cool, dass es am Ärmel ist, weil das sieht man es auch, wenn ich meine Schutzweste anhabe. Dann habe ich von der Tiffany noch bekommen, was für die Ginger, und zwar eine Fliegenhaube. Die hat eben genau die Farben, mit denen die Ginger und ich am Turnier starten. Und die hat was ganz Besonderes, und zwar ist das so eine Schalldämmung in den Ohren. Das heißt, es ist eigentlich ganz cool, finde ich, in der Halle, wenn es halt halt. Also wenn eine Stange runterfliegt und es halt dann so. Das finde ich halt total grauslich, das Geräusch, und die Ginger mag es auch nicht so. Und da ist die voll cool und natürlich auch im Sommer draußen ein bisschen, dass das Pferd sich besser konzentrieren kann, unter Anführungszeichen. Und diese Fliegenhaube hat dann hier noch solche Gummizüge auf der Seite. Sprich, man kann da einfach das Ganze am Zaumzeug fixieren, was natürlich auch noch ein Pluspunkt ist. Ja, das waren mal die Sachen von Felsen, die ich euch noch unbedingt zeigen wollte, weil ich es voll cool finde. Und ja, vielen Dank nochmal an die Tiffany. So, dann haben eigentlich auch schon meine Sommerferien begonnen. Ich bin ziemlich happy dann gewesen mit meinem Zeugnis. Ich habe eben, wie gesagt, Schule gewechselt und hatte dann ein Zeugnis mit nur 2 Zweiern. Also ein voll cooler Start in die Ferien. Und ich war dann eine Woche allein zu Hause, weil meine Eltern waren mit meiner Schwester zusammen auf Urlaub. Ich wollte nicht mitfahren und überhaupt der einzig wahre Grund, warum ich zu Hause geblieben bin alleine. Wir hatten die burgenländischen Landesmeisterschaften in Andau. Und ja, für mich war es ziemlich, ziemlich cool. Es war meine erste Juniorenmeisterschaft mit der Ginger. Also ich bin mit einem Pony bei den Junioren mitgeritten, was schon mal urcool war. Noch dazu mit nur 2 Turnieren, die ich davor gestartet bin, habe ich mir eigentlich nicht so die großen Chancen ausgerechnet. Und wie es dann ausgegangen ist, seht ihr jetzt, falls ihr noch nicht wisst. Also seht ihr jetzt! Gratulieren wir der Siegerin, Girlfriend und Sophie Zinsmeister. Ja, ich freue mich eigentlich immer noch voll, dass ich meine erste Juniorenmeisterschaft gewinnen konnte, heuer. Also ich bin Landesmeisterin jetzt und es war eigentlich ziemlich cool. Und ja, ich kann mich auch, wenn die Ginger sich das wahrscheinlich jetzt nicht anschauen wird, vielen Dank an das allerbeste Pony auf der Welt. Die hat alles für mich gegeben, hat gekämpft. Ja, danke Ginger für alles. Naja, was war dann? Ja, wir haben jetzt Mitte Juli in meinem Jahresrückblick. Und mein Abenteuer Kärnten hat begonnen bei Econet als Praktikantin. Und das hat eben 4 Wochen gedauert insgesamt mein Praktikum. 2 Wochen im Juli, 2 Wochen im August. Und ich habe eben die Ginger mitgenommen, wie ihr alle mitbekommen habt. Und die Ginger hat dort, also Econet ist in Klagenfurt, das Büro. Und ja, die Ginger hat in einem urschönen Stall gewohnt. Dort hatte ich auch einen ganz, ganz tollen Trainer, das war der Peter Knoll. Und es war einfach nur genial. Und ich glaube, die Ginger hat sich auch total wohl gefühlt. Also für sie war es auch eigentlich wie Urlaub. Und ich habe bei Econet selber sehr, sehr viel gelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Also journalistisches Arbeiten, Videos schneiden, wie ich mich besser präsentieren kann und so weiter. Und es waren eigentlich alle total nett zu mir und ich war uraufgeregt, haben alle am Anfang, wie ich hingekommen bin. Weil ich habe ja nicht alle Leute gekannt, die dort arbeiten. Und es waren einfach alle nur so nett zu mir und so herzlich. Und ja, also ich habe mich total willkommen gefühlt und es war ein ganz, ganz tolles Monat. Einerseits bei Econet, andererseits generell in Klagenfurt. Ich habe 1 Monat dort allein gewohnt, was auch eine tolle Erfahrung war. Und natürlich, der Ginger-Stall war auch ein Wahnsinn und ein paar Bilder, Videoschnitte seht ihr jetzt auch hier und der Abschluss davon war dann mein Turnier in
Kärnten, dass ich gestartet bin mit meinem Trainer in Kärnten, dem Peter Knoll. Und das war einfach richtig, richtig cool. Nachdem ich von Kärnten zurückgekommen bin, zu mir nach Hause nach Niederösterreich, bin ich auch gleich in meinen neuen Stall gefahren, mit der Ginger von Kärnten aus. Und zwar, ich stehe jetzt eben seit Mitte August ungefähr bei der Nina Brandt. Und also ist ziemlich cool. Ich mag das Training total gerne. Und man sieht, dass es auch Früchte trägt, sagt man das nicht so irgendwie, keine Ahnung. Und zwar, mein erstes Turnier war dann Ende August mit der Nina in Margareten am Moos. Das ist bei uns relativ in der Nähe. Und dann konnte ich dann auch gleich mit der Ginger das 1,20-Punkte-Springen gewinnen, was ziemlich cool war. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei Sophie Schmuckdesign bedanken, die damals zu diesem Video ein Gewinnspiel gesponsert haben, wo es Armbänder gab. Also schaut euch auf jeden Fall alle nochmal den Online-Shop an für nachträgliche Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke fürs nächste Jahr, was auch immer. Ganz, ganz tolle Sachen, sehr, sehr schön und vor allem voll coole Motive. Ich gebe euch den Online-Shop, den Link nochmal unten in die Infobox, damit ihr da auch alle zugreifen könnt. Also nochmal ein großes Danke an Sophie Schmuckdesign. Ja, dann ist es weitergegangen im Oktober. Ach nein, davor war ja noch was. Das war was ganz Besonderes, dass ich das jetzt was vergessen hätte. Ich habe die Dressurreiterin Diana Porsche auf der Staatsmeisterschaft in Himberg getroffen und habe mir ein total cooles Interview gemacht, sie mir einen LKW gezeigt und so weiter. Also ich blende euch auf jeden Fall nochmal oben ein, dass ihr das Video nochmal anschauen könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, liebe Diana, vielen, vielen Dank nochmal für das echt coole Video und viel Glück, weil die Diana reitet jetzt dann in Florida, ja Florida ist es, Turnier während den kalten Wintermonaten in Österreich mit ihren Pferden. Und da wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Glück und danke nochmal für das tolle Video. Also so, ich habe viele Vorbilder, weil Charlotte Jardin und Vallejo, das war irgendwie so das Traumpaar, das war halt die perfekte Harmonie. Dann Edward Gahl hat mit ganz vielen schwierigen Pferden echt viel erreicht. Und ja, Isabel Wert ist, glaube ich, das Nonplusultra, die ist einfach einzigartig, hat zig Medaillen in ihrem Leben, egal mit welchem Pferd sie reitet, sie ist immer vorne dabei. Ja, weitergegangen ist es dann eigentlich im Oktober, und zwar war ich auf der Apropos Pferd. Und dort sind eigentlich ziemlich viele Videos entstanden, vor allem, was ich ziemlich cool finde, das Interview mit Max Kühner. Er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Nummer 34 der Weltrangliste, also er ist wirklich top, top, top Liga der Springreiter. Und er war total nett, ich war uraufgeregt, also ich bin dahin und ich glaube, ich kann keinen deutschen Satz mehr sagen, ja. Und er war urnett und urlieb und... ja, davon seht ihr jetzt noch ein paar Szenen und ich blende euch natürlich wieder ein, wo ihr das Video findet. Ja, ich habe heute den urberühmten neben mir, Max Kühner, Nummer 1 von Österreich, also im Springreiten. Ja, wie sind Sie überhaupt zum Reitsport und insbesondere zum Springreiten gekommen? Ich habe das Reiten angefangen in Österreich, im Reitstall Mauring bei Kitzbühel, bei der Familie Obernauer. Und wir waren eigentlich immer zum Skifahren in Österreich und dann gab es mal keinen Schnee. Damals gab es noch keine Schneemaschinen. Und dann hat man ein Alternativprogramm für die Kinder gesucht und dann sind wir zum Reiten gegangen. Und so fing es an. Ja, das ist von Max Kühner. Am selben Tag durfte ich auch noch zu FTR ein Video machen. Das ist wieder ein Fashion Check, den ich oben einblende, wo ihr ihn findet. Und ja, FTR ist eigentlich eine voll coole Marke. Es ist ja eben übersetzt, also es ist das Kürzel. FTR heißt... ausgeschrieben, der ganze Name wie immer, ist Fashion to Ride und ich habe dann auch noch von denen voll lieb eine Bluse bekommen. Hier die schwarz und hat so ein richtig cooles Karo hier in den Ärmeln. Und ja, vielen Dank nochmal an FTR für das tolle Gewinnspiel, das wir dank euch veranstalten konnten mit einem echt tollen Pullover und danke für die echt coole Turnierbluse. Ich habe schon ein paar von euch, aber die ist echt cool, ja. Ja, dann natürlich noch ein großes Dank an Aiko, die heuer auch ein echt cooles Gewinnspiel gesponsert haben. Den Fashion Check mit Aiko blende ich auch nochmal oben ein, damit ihr den findet, das Video dazu. Ja, was war noch in meinem Jahr 2017 so los?
Ich habe Geburtstag gehabt im November, Ende November. Und ich habe echt coole Sachen bekommen. Ich habe euch eh letzte Woche das Buch vorgestellt. Snowman, also Harry. Nein, also das Buch über Snowman, das ist Pferd eben. Und ich habe auch sonst echt coole Sachen bekommen. Danke. Und ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ich fühle mich so alt. Ich mache jetzt schon einen Führerschein. Und also ich bin schon dran. Und ich fühle mich so alt. Das war mein erstes Jahr ohne Ponyturnieren, ohne Ponycup. Und ich vermisse es echt voll. Voll, weil ich es gerade auf meinem Handgelenk sehe. Ich bin heuer auch noch in der Schülervertretung von meiner Schule, also in dem Gymnasium, wo ich jetzt wieder bin. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und ich war noch sogar im Schülerparlament, davon ist noch das Armband, das muss ich noch runterschneiden vor Weihnachten. Ja, das war natürlich auch eine voll coole Erfahrung. Das war letzte Woche, also am Mittwoch, im Niederösterreichischen Schülerparlament. Voll coole Sache. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, zu sowas hinzugehen. Ich glaube, das gibt es in jedem Bundesland außer Steiermark und im Burgenland. Voll coole Sache. Geht hin, versucht was zu verändern, packt es mit an. Voll lässig. Ja, und jetzt haben wir Weihnachten, also im Prinzip ist das Jahr 2017 schon wieder vorbei. Das waren jetzt natürlich nur ein paar kleine Stationen unter Anführungszeichen von meinem Jahr 2017. Es wird voll das Video sprengen, wobei das schon ewig lang ist, was ich euch heute hier präsentiere. Aber das sind so für mich ein paar Punkte, die mir echt in Erinnerung geblieben sind und für die ich total dankbar bin. Und ja, ich freue mich natürlich auf nächste Woche, auf Silvester. Und ich hoffe natürlich, dass mein Jahr 2018 genauso cool wird, mindestens genauso cool wird wie 2017. Und ich hoffe natürlich, dass ihr meine Vlogs weiterhin anschaut, dass es euch gut gefällt. Und ja, liked es, teilt es, kommentiert es. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nächste Woche kommt eben kein Video am 27., weil ich halt auch mal die Zeit mit meiner eigenen Familie genießen will. Und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten, ein braves Christkind und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder im neuen Jahr, ganz gewohnt wieder Mittwoch. Und ja, dann noch schöne besinnliche Feiertage mit eurer Familie. Tschüss!